Seit Jahren kommen Freiwillige aus Deutschland in dem von der Sechser der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung getragenen Wunderland Kindergarten Freiwillige aus Deutschland. Es ist einzigartig in der Stadt, dass auf solche Weise muttersprachliche Umgebung für die Kindergartenkinder gesichert werden kann. 2014 óta van együttműködési megállapodása az óvodának a németországi Vöröskereszttel. 2015 óta fogadunk német anyanyelvű önkénteseket itt az óvodában, akik segítik a nevelőknek a munkáját. Ezzel az a célunk, hogy itt az óvodán belül anyanyelvi környezetet biztosítsunk az idejáró gyerekeknek, megismertessük őket ezáltal is, és még közelebb hozzuk őket ezáltal is a német nyelvhez. Tehát a német nyelv stílusát, a hanglejtést, a hangzását a gyerekek már kiskorban megtapasztalják, meghallják. Most jelenleg ebben az évben egy önkéntes dolgozik itt velünk együtt az óvodában. Egyébként egy másik kapcsolat révén a Polipnak köszönhetően több éven keresztül több önkéntes volt az óvodánkban. Volt olyan év, amikor hárman is dolgoztak egyszerre itt az intézményben. Nagyon nagy segítség nekünk, mert ezáltal a gyerekek is rengeteget profitálhatnak az ő itt létéből. Többek között a mondatok, a nyelvi környezet, ami adott. Nagyon sokat segített még Anna nekünk az ünnepek megvalósításában. Első alkalommal fogjuk most december 15-én a csoportunkkal előadni németül a Krippenspielt a Béla téren, és ebben is adott nekünk rengeteg jó ötletet, innovatív dolgokkal próbálta az itt létét a csoportunkkal megvalósítani. Wie viele Jugendliche in Deutschland, so auch Anna Knirsch hat beschlossen, vor ihr Studium ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Sie fühlt sich wohl in Ungarn und die Arbeit mit den Kindern macht ihr Spaß. Nur die ungarische Sprache bedeutet ihr manche Schwierigkeiten. Ja, also ich bin Anna, ich komme aus Deutschland, aus Baden-Württemberg. Das ist ein Bundesland ganz im Süden und genauer vom Bodensee, also von Markdorf. Es ist eine sehr, sehr kleine Stadt, sogar noch kleiner als die Stadt hier. Also ja, aber der Bodensee ist sehr schön. Ich bin jetzt 18, ich bin fertig mit der Schule, mit dem Abitur und es ist sehr hart und man lernt jeden Tag und ich möchte danach studieren gehen. Das heißt, ich wollte nicht jahrelang studieren und weiter Schule machen, deswegen habe ich irgendeine Pause gebraucht oder wollte eine Pause machen und ein Freund von mir ist auch ungarisch, deswegen dachte ich, es ist ein bisschen einfacher, wenn ich schon jemanden kenne, der ungarisch ist und ja, der meinte, die Gegend ist auch sehr schön, also habe ich gesagt, warum nicht? Und deswegen bin ich jetzt dann bald, also jetzt 2 Monate hier und dann irgendwann 9 Monate. Also ich habe 1 Monat davor in einem Kindergarten gearbeitet, also die Kinder sind ein bisschen jünger als Kindergartenalter, aber ich war in einem Waldkindergarten, also ich war täglich 3 Stunden. Das erste Mal waren die Kinder alleine ohne Eltern, genau. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten. Und ich glaube, man lernt dadurch auch andere Traditionen kennen, besonders in einem anderen Land, besonders durch Kinder. Und die sind auch sehr offen. Also am Anfang waren alle relativ zurückhaltend, aber das war auch in Deutschland bei den Kindergärten so. Also man braucht natürlich, ich brauche auch ein bisschen, um mich an Leute zu gewöhnen. Deswegen ist das ja nicht schlimm. Aber mittlerweile, sie kommen immer zu mir und wollen, dass ich sie suche, also Verstecken spielen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dann immer bis 20 zählen muss. Aber die Kinder sehen das viel offener und kommen zu mir und wir malen zusammen. Und sie finden immer einen Weg, mir zu sagen, was sie mir sagen wollen. Also sie also ja, nein, also so einfachere Sätze, also 1, 2, also bedeutet ich soll zählen. Und sie suchen, Tiere können sie, also wenn wir irgendwelche Tiere malen. Sagen sie Pferd oder Fuchs oder sie fragen die Erzieherin, was das auf Deutsch heißt. Und dann sagen sie es auf. Ja, ich glaube, sie werden auch ein bisschen, sie vertrauen sich selber ein bisschen mehr. Also, weil ich rede, versuche immer zu verstehen, was sie mir sagen und meistens klappt das auch ganz gut. Ich fand es sehr beeindruckend, wie hart die Kinder daran gearbeitet haben. Also auch jetzt, wir arbeiten jeden Tag, also wir proben jeden Tag daran und die Kinder stehen und die Kinder machen mit. Deswegen, ich finde das sehr schön und ich bin froh, dass ich da mitmachen darf und mithelfen kann. Ja, es macht halt einfach Spaß. Genau. Nach ihrer Heimkehr möchte Anna Biologie studieren
und Meeresbiologin werden. Die Arbeit im Kindergarten ist nur ein Plan B in ihrem Leben. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen findet sie aber das freiwillige Jahr in Ungarn durchaus wichtig, nützlich und schön.